Touri 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken. Herzlich willkommen zu einem weiteren Clubabend von Touri 2 auf Clubhouse. Hier kommt gleich unser Mitschnitt der Diskussion vom Montag, den 15. Februar, zum Thema, welches Social Network inspiriert dich und was nervt. Die Details zur Runde gibt's gleich in der Aufzeichnung. Ich darf noch kurz auf unsere nächsten Clubabende in dieser Woche hinweisen. Wir sind am Mittwochabend um 19 Uhr mit dem Chefinnengespräch wieder auf Clubhouse und am Donnerstagabend gibt es die zweite Ausgabe unseres Clubhouse-Experiments Gutja und Touri, der Podcast ohne Namen und Konzept. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann wieder hören. Nun aber viel Spaß mit unserer Social-Media-Runde. Heute Abend diskutieren wir zum Thema, welches Social Network inspiriert dich, was nervt. Ich bin Markus Tranto, Chefredakteur von Touri 2 und an meiner Seite moderiert heute meine Co-Chefredakteurin Elisabeth Neuhaus. Eli ist thematisch im Lead, ich kümmere mich hier ein bisschen um die Technik und die Organisation. Herzlich willkommen, hallo Eli. Ja, danke Markus, herzlich willkommen auch von mir. Ja, ich bin Elisabeth Neuhaus und eine Frage würde ich gerne vorab beantworten. Warum zur Hölle spricht Touri 2 eigentlich auf Social Media in letzter Zeit ständig über Social Media? Und da lautet die Antwort, weil wir ein Buch darüber produzieren. Die Touri 2 Edition 14, die soll im Mai erscheinen und 200 Seiten stark werden und klären, wie Instagram, YouTube und Co. uns und die Gesellschaft verändern. Wir wollen die Zeit bis dahin nutzen und mit möglichst vielen Leuten über das Thema sprechen, uns Inspiration für das Buch holen und hoffentlich auch ein bisschen Inspiration zurückgeben. Wir haben uns hier im Clubraum ein paar Regeln auferlegt. Wir fangen pünktlich um 19 Uhr an. Das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Um Punkt 20 Uhr ist dann Schluss. Kein Gast spricht länger als 60 Sekunden am Stück. Ausnahme bestätigen die Regeln. Und nach der Hälfte der Zeit, gegen 19:30 Uhr, öffnen wir die Bühne für die Fragen der Community. Daher würde ich alle ZuhörerInnen bitten, mit Wortmeldungen bis 19:30 Uhr zu warten. Vielen Dank. Genau, Stichwort Community. Wir zeichnen diese Runde auf und veröffentlichen sie morgen früh als Podcast auf den üblichen Plattformen und als Video auf YouTube. Morgen Abend erscheint dann auch ein Transkript dieser Runde. Wer also auf die Bühne kommt, der stimmt der Aufzeichnung zu. So, nun aber zu unseren Gästen. Elisabeth. Genau. Wir begrüßen zuerst Jasmin Barek. Sie ist Podcasterin und freie Journalistin, unter anderem für die Zeit und nicht mit dem Schauspieler verwandt oder verschwägert. Jasmin, du hast gestern erst per Twitter einen rosaroten Valentinsspruch, wenn ich das richtig gesehen habe, der SPD Mecklenburg-Vorpommern belächelt und bist auch sonst recht aktiv, was das Kommentieren von Politbeiträgen angeht. Was glaubst du, beflügelt oder vergiftet Social Media die politische Kommunikation? Ich glaube, dass Social Media es bewirkt, dass die Leute viel transparenter sehen und viel nahbarer erkennen, wie das eigentlich abläuft. Also wie, dass Politiker prinzipiell nahbarer werden und dass man viel mehr Analyse ziehen kann daraus. Also wenn man jetzt auf diese Ramelow-Sache schaut oder wie die SPD irgendwie Memes und etc., auch wie die CSU mittlerweile für sich entdeckt, merkt man halt irgendwie, das funktioniert ganz gut. Das öffnet neue Wählergruppen und lässt, also ich glaube, das ist dann auch jeweils für die Politiker selbst ganz gut, um zu zeigen, dass man sich auch weiterentwickelt. Und bei denen, bei denen es halt nicht klappt, merkt man halt auch, dass es so ein bisschen schwierig ist mit den, wie soll man sagen, mit den neuen Medien. Mhm. Vielen Dank, Jasmin. Gerade jetzt hier reingerutscht als Letzte aufs Podium ist Steffi Tönnies. Steffi, du bist Kommunikationsstrategin bei der Deutschen Telekom und dort auch für Content und für neue Netzwerke zuständig. Du wirst dort als First Mover beschrieben. Wie wichtig ist es eigentlich für Firmenkommunikation, die Ersten zu sein? Ja, ein herzliches Hallo von mir auch in die Runde. Freue mich, dabei zu sein. Und ja, wie wichtig ist das für Unternehmen? Ich würde sagen, wenn man als Erstes dabei ist, hat man einfach die Chance, ja, die Inhalte mitzubestimmen. Das war uns zum Beispiel bei TikTok ganz wichtig, dass wir da als Erste mit am Start sind bei Twitch. Wir können mit vorgehen, in welche Richtung sich ein Content entwickelt. Und ja, das ist für mich das A und O da, am Zahn der Zeit zu sein und auch die Chancen und Potenziale zu erkennen, mit ganz neuen Zielgruppen in den Austausch zu kommen. Danke, Steffi. Davon werden wir heute bestimmt noch ein bisschen mehr hören. Als nächstes Tess Kadiri. Du bist im Hörfunk unterwegs, seit du 14 bist. Und heute mit 19 podcastest du für die junge Redaktion der Funke Mediengruppe.
Hier auf Clubhouse moderierst du das Format Mittag im Regierungsviertel. Und die Plattform scheint ja ehrlich gesagt wie gemacht für dich als Radiostimme. Gibt es irgendetwas, das dich an Clubhouse total nervt, was hier abgeschafft, verändert, neu eingeführt werden sollte? Hi, also wir starten direkt sehr positiv bei mir. Also ich denke, dass es schon kritisch zu betrachten ist, wie die Plattform überhaupt aufgebaut ist. Also ich finde es deswegen sehr gut, dass am Ende hiervon ein Podcast hochgeladen wird. Wenn nicht jeder Zugang hat und jede Person hier irgendwie zuhören kann, mitsprechen kann, dann finde ich das erstmal nicht so gut. Und dann poche ich darauf, genau wie viele andere, dass sich die App da anpasst, weil es Potenziale gibt. Trotzdem, auch wenn alle hier wären, finde ich es manchmal sehr, sehr blöd, dass bestimmte Menschen ModeratorInnen sein können, die es vielleicht nicht sein sollten. Dass viele Leute eine Stimme kriegen, die sie keine Stimme haben sollten und dass vielen Leuten zugehört wird, denen nicht zugehört werden sollte. Und ich glaube, da braucht es mehr Regulierungen, da muss es mehr Regeln geben, da muss man gucken, hey, wer darf hier moderieren und wer darf hier auf die Bühne und hören wir einander noch zu oder haben wir hier nur Monologe? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Vielen Dank, Tess. Und wir haben auf dem Podium noch Nalan Sipa. Du bist Journalistin mit türkischen Wurzeln. Du moderierst unter anderem eine deutsch-türkische Late-Night-Show. Und du schreibst und moderierst auch für den Spiegel, für Deutschlandfunk, für die Deutsche Welle und für Krautreporter. Ist Social Media für dich mehr Segen oder ist Social Media für dich mehr Fluch? Ach, sehr interessant. Ich bin momentan nämlich in beiden Welten so ein bisschen unterwegs. Also auf Twitter bin ich in meiner so deutschen Journalistenblase und das geht mir da total auf die Nerven, dass das mittlerweile sehr giftig geworden ist. Auf der anderen Seite hatte ich im vergangenen Jahr angefangen, Corona-Nachrichten auf Türkisch zu produzieren und das hat mir sehr viele Follower beschert sozusagen. Viele Menschen, die halt Informationen auf Türkisch tatsächlich zu der Pandemie haben wollten. Und von ihnen bekomme ich eigentlich sehr, sehr viel Liebe, so muss man das tatsächlich sagen. Auf Instagram oder YouTube gibt es Kommentare, auf die gehe ich immer ein. Es gibt Fragen, die ich direkt sozusagen im Auftrag von meinen Followern recherchiere und beantworte. Das hat zu einem gewissen zu einem sehr großen Vertrauen zwischen den beiden Seiten geführt. Und das genieße ich sehr. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass es eine gewisse Verantwortung mit sich bringt. Und mir fällt halt auf, dass gewisse Leute, Journalisten oder Menschen, die sich als Journalisten bezeichnen, sich gar nicht darüber im Klaren sind, was diese öffentliche Aufmerksamkeit für eine Macht mit sich bringt. Und das macht mich traurig zu sehen, dass sie mit dieser Macht nicht so verantwortungsvoll umgehen. Also auf der einen Seite, klar, die Plattformen sind ein Segen, wenn man richtig mit denen umgehen kann. Auf der anderen Seite können sie aber missbraucht werden. Danke, Nalan. Es geht weiter mit Christine Deugner. Du bist frisch gebackene Operativchefin bei der PR-Agentur Hyper. Hast vorher für BCG Digital Ventures und Zalando kommuniziert. Haben FirmenchefInnen in Deutschland eigentlich mittlerweile so richtig Bock auf Social Media oder immer noch eher Schiss davor? Ich glaube, das kommt tatsächlich auf die Größe und den Status an, den so ein CEO erreicht hat. Was wir ganz oft sehen, ist, dass eher junge Gründer hoch motiviert sind und auch das Potenzial erkennen, vielleicht auch ein bisschen übermotiviert sind und sehr gern viel teilen möchten und die sozialen Kanäle für sich erobern. Etablierte CEOs sind aus unserer Erfahrung eher nicht so affin und auch haben auch wirklich keine Lust dazu, was zu teilen. Das ist eher eine extra Aufgabe, die sie jeden Abend abarbeiten müssten. Ich glaube, da gibt es wirklich so ein Generationenthema zwischen den neuen und alten CEOs. Danke, Christine. Ja, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich zähle gerade nochmal durch. Ich glaube, wir haben jede einzelne von euch vorgestellt. Sehr schön. Nach dieser Vorstellungsrunde will ich gleich mal mit einer Frage ins Plenum starten. Nachdem wir jetzt schon einige Stichworte gehört haben, Bubbles, Hass, aber auch Liebe auf den Plattformen und teilweise Distanz von etablierten CEOs. Meine Frage an euch, welche Plattform nutzt ihr denn beruflich oder persönlich wirklich jeden Tag, Wochenende inklusive? Und tut euch das eher gut oder ärgert ihr euch am Ende über eure wöchentliche Screentime?
Dann würde ich einfach mal starten mit meinem Social Network, was ich im beruflichen Kontext am liebsten mag. Und das ist, tada, LinkedIn. Ganz klar, weil ich hier einfach den Austausch mit anderen super schätze. Ich finde die Diskussionskultur auf LinkedIn aktuell immer noch die beste im Vergleich jetzt, sage ich mal, zu Twitter. Also da kann man wirklich gehaltvollen Austausch führen. Und ich habe da schon so viele gute Connections machen können, die mir im Business-Alltag helfen. Von daher würde ich immer plädieren für LinkedIn. Das ist jetzt mal von mir reingeworfen. Genau, Tess, gerne. Okay, weil also ich hätte jetzt nie darüber nachgedacht, also LinkedIn überhaupt als soziales Netzwerk anzusehen, weil ich nicht wusste, dass man da überhaupt Austausch haben konnte. Also ich dachte mir, irgendwann mache ich mir da einen Account und dann bin ich da. Und das war alles, was ich auf LinkedIn leiste. Aber ich kann mir vorstellen, dass Clubhouse vielleicht ein neueres, besser funktionierendes, vor allem für die neue Generation, so ein neues LinkedIn sein kann, weil man ja auch hier sehr schnell Connections aufbauen kann, weil man hier nun mal in einer Bubble ist, auch wenn es für alle irgendwann zugänglich sein wird. Denke ich, dass da vielleicht schon eine Bubble bleiben wird, journalistisch aktive Leute, politisch aktive Leute, und dass dann das neues LinkedIn sein kann. Seit Clubhouse da ist, bin ich auch ziemlich viel hier, aber sonst bin ich sehr viel auf Instagram und muss sagen, ich weiß nicht, wie es im Rest der Runde geht, den TikTok-Hype, für den fühle ich mich sogar schon zu alt. Irgendwie verbringe ich da keine Zeit, aber vielleicht sind die anderen ja TikTok-affiner. Und sonst natürlich Spotify-Podcasts. Ich weiß nicht, ist das ein soziales Netzwerk? Ich weiß nicht. Aber ja, Instagram. Gute Frage, ob Podcasts, inwiefern Podcasts und Podcast-Plattformen soziale Netzwerke sind. Diese Frage haben wir uns bei der Recherchearbeit zum Buch auch schon gestellt. Aber ja, also interessant, dass TikTok an dir vorbeigegangen ist. Dabei bist du ja Digital Native und als Jüngste in der Runde auch im Prinzip Teil dieser umgarnten Generation Z. Und LinkedIn, ja, wird dann vielleicht noch im Laufe der nächsten Jahre für dich ein Thema. Aber wir merken, anscheinend haben die Unternehmen es noch nicht so geschafft, die ganz Jungen über LinkedIn anzulocken. Aber wie ist es denn mit den anderen? Jasmin hat sich, glaube ich, gemeldet, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie ist das bei dir? Was nutzt du tatsächlich jeden Tag? Also ich glaube, dass ich, weil ich gehöre auch, also mit 21 gehört man zu Gen Z, ne? Ich bin mir immer ganz unsicher, aber ich spiele damit auch gerne. Ich bin eigentlich überall unterwegs, weil ich glaube, dass der Mix aus allen Social-Media-Plattformen eigentlich der perfekte ist, weil man auf TikTok die jungen Leute abholt, die viel weiter als wir sind, die sind viel offener, die sind viel ehrlicher, viel direkter, und das ist so eine Art von Community, die hätte ich mir mit 14 total gewünscht. Auf Twitter kann man so ein bisschen immer den Bubble-Vibe abfangen, und auch, man muss sich dann immer so vor Augen führen, das ist immer ganz gut, wenn man auf Twitter ist und dann auf TikTok geht und sieht, okay, auf Twitter sind wieder die Lebensrealitäten total fern für alle, weil bestimmte Dinge werden ausdiskutiert, da ist die Mehrheit der Gesellschaft überhaupt noch nicht da. Und ich glaube, das ist ein guter Realitätsabgleich. Und auf Instagram ist es dann alles immer so soft gewaschen. Und ich glaube, dieser Mix daraus ist ganz gut für mich persönlich. Und ich bin niemand, der sich über seine Screentime ärgert, weil das ist ja schon Arbeit und soziale Interaktion. Also ich trolle jetzt nicht die ganze Zeit auf irgendwelchen Kochvideos, sondern man liest sich irgendwelche politischen Threads durch. Man bleibt geupdatet, und ich finde, LinkedIn wurde gerade angesprochen, finde ich super anstrengend. Das ist für mich super viel Selbstinszenierung. Da finde ich Instagram viel ehrlicher und irgendwie DMs, und kann ich mal deine Nummer haben, gehen wir mal einen Kaffee trinken. Und dementsprechend, ich glaube, ich bin sehr offen allen gegenüber, außer LinkedIn, weil ich auch finde, dass das eine sehr, sehr bestimmte Bubble ist, nämlich auch so viel die Startup-CEO-Bubble, wo man manchmal auch nicht weiß, okay, wer macht jetzt genau was und was bedeutet das eigentlich? Christine, du hattest dich noch gemeldet. Welches soziale Netzwerk ist für dich das Wichtigste, auch am Wochenende? Tatsächlich auch Instagram. Also wenn wir gerade darüber sprechen, was inspiriert mich eigentlich wirklich, schafft es Instagram tatsächlich, so die Realitäten auch zu mischen. Ne? Also ich bekomme den Einblick, welche Themen trenden gerade, das direkt so aus erster Hand von Gründerinnen, Gründern der ganzen Digitalszene, und kann mich da super schnell in die Themen einfuchsen. Und dann geht es mir ähnlich, außer TikTok bin ich danach bei LinkedIn und bei Twitter unterwegs und tausche mich dann dort direkt aus, also eher dann in Richtung B2B, Employer Branding und Expertenaustausch. Das findet dann auf der Ebene statt. Also das, was ich an Inspirationen gesammelt habe, würde ich dann runterbrechen in die anderen drei Social Networks. Nalan fehlt noch, ne?
Genau, also ich bin, also meine normale Woche sieht normalerweise so aus, dass ich in der Woche meine Videos auf YouTube hochlade und diese ständig eigentlich auf Instagram mitverfolge. Sprich, ich lade es dann auch auf Instagram hoch und mache dann Stories dazu und frage dann quasi meine Community, was sie darüber denken, was für Fragen die haben. Dann schicken sie mir ihre Kommentare zu gewissen Dingen, die poste ich dann nochmal als Story. Insofern ist Instagram für mich tatsächlich die Plattform, wo ich einen sehr direkten Austausch haben kann. Vielleicht hat es auch dazu geführt, dass ich in der Lockdown-Phase, wollte ich jetzt sagen, aber wir sind ja immer noch in Lockdown-Phase sozusagen seit Monaten. Da habe ich mit meinen Followern einfach oder aus der Community mit Leuten so Live-Gespräche gestartet auf Deutsch und Türkisch. Im späteren Verlauf sind die dann hauptsächlich Türkisch geworden. Aber da wollte ich einfach wissen, wie es ihnen geht. Ich hatte nämlich auch die technische Möglichkeit, Leute direkt ins Livestream zu nehmen, mit denen zu sprechen. Und da habe ich immer von Anfang an klar gemacht, das ist jetzt kein journalistisches Format. Ich will euch hier keine Informationen geben, wie in den YouTube-Videos, die ich normalerweise teile. Hier will ich einfach nur wissen, wie es euch geht. Und das war tatsächlich, ist diese aufrichtige, ja, dieser Wunsch vielleicht ist auch bei meiner Community angekommen. Und ich fand es sehr gut, die Menschen in dieser schwierigen Phase auch psychisch so ein bisschen begleitet zu haben, weil einige tatsächlich immer so auf Freitagabends dann gewartet haben, sogar Leute aus Holland, die sich einsam gefühlt hatten, mit denen wir Gespräche führen konnten. Und deswegen ist meine Community, obwohl sie eine ziemlich kleine Community ist, für, also wenn man das jetzt mit anderen Profilen vergleichen würde, das ist aber eine sehr starke Community, die zusammenhält. Und das freut mich, weil ich diesen direkten Austausch als Journalistin natürlich sehr, sehr schätze. Also im Prinzip die Social Media auch als Hilfe durch den Lockdown und als Weg und Instrument, um sich mit anderen weiter zu vernetzen, Entschuldigung, und sich vielleicht weniger einsam zu fühlen. Jasmin, du hattest vorhin ein ganz interessantes oder einen ganz interessanten Begriff angesprochen, den Bubble Vibe. Fühlt ihr euch denn in euren Filterblasen wohl oder versucht ihr auch mal gezielt euch ganz oder euch außerhalb davon umzuschauen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist es teilweise echt so, ich bin auf Twitter unterwegs und merke so, ah ja, die denken ja alle so wie ich. Und dann muss ich immer an diese Doku auf Netflix denken, mit diesem etwas sperrigen Titel, Das Dilemma mit den sozialen Medien heißt sie, glaube ich. Also Bubbles sind ja tatsächlich so eine Sache. Deshalb nochmal auf meine Frage zurück. Versucht ihr auch davon in irgendeiner Form Abstand zu nehmen oder badet ihr auch manchmal so in dieser Wohlfühl-Bubble eurer eigenen Sichtweise? Jasmin, wolltest du dazu was sagen? Ja, ich würde auch in anderen Leuten Vortritt jetzt gerade lassen, aber wenn das okay ist, ich habe auch nur zwei Sätzchen. Ja, klar. Tess hat sich danach gemeldet, also erst du, dann Tess, das passt. Okay, also ich würde zum Beispiel, also ich entferne mich sehr gern von dem Bubble-Begriff, weil ich ihn super, super toxisch finde und glaube, dass er dafür sorgt, dass wir innerhalb der Arbeit, jetzt innerhalb des Journalismus, da würde ich jetzt für mich sprechen, dass dazu führt, dass man auch gar nicht dem eigentlichen journalistischen Auftrag gerecht wird. Das heißt, das ist eigentlich meine tägliche Herangehensweise, überhaupt nicht in dieser Bubble zu denken. Und ich denke mir auch total auf Twitter, was soll das eigentlich? Also es ist wirklich so, ich finde, dass diese Bubbles, die sich gegenseitig in allem bejahen und feiern oder man sich sozusagen abschottet, weil man sich selber labelt. Und bestimmte Labels hat man und bestimmte Labels kann man nicht ablegen. Das ist für mich was super Schwieriges und hat mich am Anfang meiner journalistischen Karriere in ganz großen Anführungszeichen in so eine Ecke getrieben, wo ich dachte, okay, das ist super schwierig, da wollte ich gar nicht hin und das ist sozusagen mein Selbstlernprozess, gerade da rauszugehen. Und ich finde, um das nochmal abschließen, ich finde den Bubble-Begriff unglaublich schlimm und das ist, glaube ich, meine Hauptanregung an alle, sich da mal ein bisschen aus diesen Begriffen rauszuklammern. Ganz kurz da nochmal nachgefragt, wie schaffst du es denn für dich, weil ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass es relativ schwierig ist, aus der eigenen Bubble jetzt auf den klassischen sozialen Netzwerken wie Twitter oder Facebook rauszukommen. Wie schaffst du das denn, diese Blase zu durchstechen, so, um mal im Bild zu bleiben? Ich glaube, dass ich erstens gar nicht so einer bestimmten, also nur einer bestimmten Bubble folge auf Social Media und auf vielen sozialen Netzwerken unterwegs bin, wo ich ganz verschiedene Themenbereiche habe, sodass ich da auch die Abwechslung habe. Und ich total merke, dass sozusagen meine echten Kontakte sozusagen im Leben, wenn ich mit Leuten auf WhatsApp schreibe, telefoniere oder mal
sozusagen neue Sachen zulasse, auch die Medien, die ich konsumiere, sozusagen, dass der Blickwinkel auf das Gesamte einfach viel weiter ist. Das funktioniert nicht immer. Aber ich merke schon, dass ich dann manchmal so Bubble Talks gar nicht mitbekomme, weil ich so draußen bin. Und das ist ein sehr angenehmes Gefühl, um ehrlich zu sein. Tess hatte sich vorhin schon gemeldet und Steffi blinkt auch schon vor sich hin. Das heißt, das wäre dann die Reihenfolge. Also ich weiß nicht, ob wir den Ampelbegriff, ich arbeite gerade an dem Beitrag, deswegen habe ich das gedacht. Ich weiß nicht, ob wir den Begriff des Filters oder der Filterblase abschaffen müssen, aber ich denke schon, dass wir verstehen müssen, dass ein Filter und eine Filterblase nichts Gutes ist. Also im Rahmen meines Studiums haben wir auch erst letztens darüber ein Modul gehabt, wo es darum ging, dass wir versinken in Echokammern, ein Begriff, der da auch ganz gut passt. Also wir sagen unsere Meinung, die rufen wir sie rein und dann kommt sie genauso wieder zurück und Likes, Bestätigungen kommen rein und wir werden einfach in dem bestätigt, was wir denken. Ich finde es spannend, dass du gesagt hast, Elisabeth, badet ihr manchmal auch einfach darin, dass Leute euch zustimmen. Ja klar, manchmal braucht man das, glaube ich, auch einfach. Aber gleichzeitig finde ich, dass es schon eine sehr verzerrte Darstellung der Realität ist. Wenn man immer auf sozialen Medien unterwegs ist und vor allem in einer Zeit, in der man gar nicht so viel draußen ist in der Welt, einfach wegen einer Pandemie und man zu Hause ist, kann es schon sein. Und das war auch in manchen Momenten bei mir so, man braucht Momente, in denen man merkt, hey, da sind ganz viele Menschen, die ganz anders denken. Vor allem auf Twitter und Instagram habe ich das Gefühl, umgeben zu sein von Menschen, die eher links eingestellt sind und deswegen manche Debatten mit mir nicht führen müssen. Ich weiß, hey, wir haben Grundsätze, wir verstehen das. Aber dann gucke ich Fernsehen oder höre Radio und merke, oh, okay. Oder lerne auch oder rede zum Beispiel mit meiner Großmutter oder mit anderen Familienangehörigen, die älter sind. Dann merke ich, krass, okay, nee, das ist nicht normal, dass alle diese Grundsätze verstehen. Das ist einfach nur meine Bubble und da muss man raus. Ob man den Begriff deswegen abschaffen muss oder den sehr kritisch oder so, das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich finde auf jeden Fall, dass es nichts Gutes ist. Steffi? Ich würde noch mal einen Schritt zurück machen und darüber nachdenken, warum nutzt man überhaupt soziale Netzwerke? Und wenn ich da an mein eigenes Verhalten denke, wie ich damals gestartet bin, ich habe mit einem Foodblog gestartet und habe dort das gepostet, was ich gekocht habe, also meine Rezepte geteilt. Und mein Interesse war damals einfach das, dass ich diese Kochleidenschaft mit anderen Menschen teilen wollte. Und so hatte ich natürlich in der einen Hand diese Blase um mich herum, die sich nur mit Kochen und so weiter beschäftigt hat. Aber auf der anderen Seite war das für mich in dem Moment nichts Negatives, weil ich halt nur deswegen auf den sozialen Netzwerken unterwegs war. Also ich glaube, da kann man auch noch mal ein bisschen den Abstand nehmen. Manchmal ist vielleicht die Bubble, in der man sich befindet, gar nicht so was Schlimmes. Andererseits, wenn man jetzt Social Media nutzt, um sich zu informieren oder wirklich Diskussionen zu vielleicht gesellschaftsrelevanten Themen führt, dann ist es schon wichtig, natürlich das Netzwerk divers aufzustellen und auch zu schauen, dass man da nicht nur Leute hat, die die eigene Meinung bestätigen, sondern dann auch sich Impulse reinholt von Menschen, die vielleicht eine ganz konträre Meinung dazu haben, um dann auch wieder zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Das wäre jetzt, sage ich mal, nochmal eine andere Sicht auf die Social-Media-Welt. Und ich selber stelle auch fest, dass ich auf jedem Social Network, was ich konsumiere oder wo ich auch aktiv bin, ganz andere Communities um mich herum habe, also in ganz anderen Bubbles mich bewege. Das ist auf Instagram zum Beispiel eine ganz andere, als ich auf Twitter oder gar auf LinkedIn habe. Und grundsätzlich, wenn ich da denke an YouTube, was mit zu meinen liebsten Netzwerken überhaupt zählt als Social Network, da folge ich so, so vielen unterschiedlichen Menschen, die mich immer wieder in ganz neue Themenfelder reinbringen, mit denen ich vielleicht privat gar nichts zu tun habe, aber so auch immer wieder über meinen eigenen Horizont hinaus schaue. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, da vielleicht auch mal gewissen Leuten zu folgen, die sich mit ganz, ganz anderen Sachen auseinandersetzen als man selbst, um da einfach auch immer wieder was dazu zu lernen. Im Turizal-Clubraum diskutieren wir heute über Social Media und Inspiration. Bis 19.30 Uhr machen wir das noch geschlossen auf dem Podium. Das sage ich jetzt vor allen Dingen auch, weil ich schon die ein oder andere Hand oben gesehen habe. Und eure Fragen nehmen wir dann gleich ab 7:30 entgegen. Genau, das nur so als Durchsage, damit ihr wisst, was wir hier tun und was hier passiert.
die neu dazugekommen sind. Danke, Markus. Ich will noch mal in eine andere Richtung gehen. Social Media ist ja eben nicht nur Influencer an Sandstränden oder meinetwegen drollige Katzenvideos oder so, sondern ja eben leider auch diese dunkle Seite, Rassismus, Sexismus, Homophobie, Ableismus und so weiter. Wo ich wieder auf diese Netflix-Doku zurückkomme, die ich neulich gesehen habe, die ich übrigens jedem empfehlen kann, falls er oder sie noch nicht geschaut hat, die ja im Prinzip zeigt, in welcher Dystopie wir schon jetzt leben, mit Menschen, die sich in ihren, und jetzt benutze ich wieder das Wort Blasen, radikalisieren. Aber was könnte man denn tun, um diesen dunklen Ort, zu dem viele Plattformen ja teilweise und an einigen Stellen geworden sind, wieder zu was Besserem zu machen? Indem wir uns alle abmelden und streiken, oder können wir auch angemeldet bleiben und was tun? Was meint ihr? Nalan, war das eine Meldung? Ja, ich kann da den direkten Vergleich ziehen eigentlich zwischen der Türkei und Deutschland. Ich beobachte ja beide Länder, ich lebe seit 21 Jahren hier. Das ist sehr interessant, wie Menschen mit Social Media umgehen. Ich glaube, es gibt in Demokratien nichts Gefährlicheres als eine gespaltene Gesellschaft. Und das sieht man in der Türkei sehr, sehr stark, dass Menschen sogar nicht mehr in der Lage sind, sich andere Meinungen anzuhören. Das spiegelt sich in Medienhäusern wieder, das spiegelt sich bei den Journalisten wieder. Und mittlerweile findet da tatsächlich keine öffentliche Debatte mehr statt. Und so können sich die Menschen auch keine unterschiedlichen Meinungen anhören und sich nicht mehr eigentlich informieren. Das geht sogar so weit, dass gewisse Menschen gar keine Informationen mehr bekommen. Das finde ich sehr problematisch. Und ich glaube, das sollten wir nicht machen, weil wir eben von Bubbles gesprochen haben. Also als Journalistin habe ich, glaube ich, nicht mal den Luxus zu sagen, ich halte mich aus gewissen Bubbles raus. Das mache ich nicht. Also ich bin bewusst in gewissen Kreisen oder ich folge bewusst, ganz bewusst bestimmten Leuten, von denen ich ganz genau weiß, wenn ich sein oder ihr Tweet lese, wird mich das über den ganzen Tag verärgern. Aber ich tue es mir trotzdem an. Weil ich wissen will, wie sie denken, weil ich wissen will, was der Informationsstand bei denen momentan ist. Also wenn es zum Beispiel auch um so Verschwörungstheorien geht, mit denen ich mich in den letzten Monaten wirklich sehr viel beschäftigen musste, übersetzen musste, aufklären musste. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich, also vor 10 Jahren habe ich auch mich sehr schnell und sehr häufig zu gewissen politischen Themen geäußert. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil ich finde, ich überlege mir dann immer, inwiefern bringt das eine Debatte weiter oder habe ich tatsächlich einen journalistischen Input, was ich dazu beisteuern kann. Ansonsten halte ich mich ziemlich zurück. Aber ich würde es sehr problematisch finden, wenn wir diese Trennung so manifestieren und uns tatsächlich auch, manche Dinge kann man sich ja auch einreden. Ich glaube, Deutschland ist noch nicht so weit, dass wir von einer gespaltenen Öffentlichkeit reden. Jetzt ist die Nalan akustisch weg, jedenfalls im Moment. Ich weiß jetzt nicht, was ihr eben nicht gehört habt, aber ich wollte nur sagen, wir sollten auf jeden Fall immer miteinander im Austausch bleiben. Und auch wenn die eine oder andere Meinung uns nervt, wir müssen. Genau, also das, was du sagtest, war für mich so ein bisschen, so wie ich es verstanden habe, nach dem Motto, die sozialen Medien und das, was da gesprochen wird, schlechter reden, als es ist. So düster, wie wir es vielleicht gerade geschrieben haben, siehst du das gar nicht. Wie sehen die anderen das? Wie geht ihr mit den vielleicht dunklen Ecken, mit den Anfeindungen, die einem da begegnen, wie geht ihr damit um? Jasmin hat geblinkt, gerne einfach losreden. Okay, vielleicht ganz kurz. Ich glaube, ich bin da auch eine sehr krasse Pessimistin. Ich würde das als Realistin beschreiben, aber das ist für mich einfach das Spiegelbild der Gesellschaft. Das ist halt nur viel öffentlicher, weil man natürlich unter irgendwelchen Decknamen und irgendwie anonym alles ins Internet ballern kann, was einem gefällt. Aber letztendlich ist es ja genau das Spiegelbild der Gesellschaft, das wir brauchen und was zeigt, was sozusagen ein bestimmter Teil der Gesellschaft denkt. Und das bestätigt mich, das klingt jetzt ein bisschen cheesy, eigentlich darin sozusagen diese demokratischen Grundwerte sozusagen weiter stabil aufzubauen der eigenen Arbeit und halt auch die Aufklärungsarbeit zu leisten, um dem entgegenzuwirken. Also
wenn man, das ist ja dieses, was Aktivisten und Journalisten irgendwie schon seit Jahren sagen, die irgendwie nicht privilegiert sind in vielen Dingen, dass bestimmte rechte Strukturen immer größer werden, immer schlimmer, stärker, whatever. Und das jetzt irgendwie so Konsens ist, jetzt auf einmal. Und dass das halt sozusagen die Aufgabe ist, also dass man das viel früher checken muss, die Warnsignale sehen muss und damit arbeitet. Ich weiß gar nicht, wie viel, also auf YouTube oder unter Artikeln, was da für Morddrohungen kommen oder wie gegen die Familie oder Fettshaming oder so. Ich bin da persönlich einfach relativ hart im Nehmen, muss ich ehrlich sagen, weil ich das auch generell außerhalb von Social Media so kenne und schon erlebt habe. Aber das ist halt für mich einfach das Warnsignal, dass die Arbeit, die man wahrscheinlich macht, auch wichtig und gut ist. Bevor wir jetzt gleich für das Publikum öffnen, wie gesagt, die eine oder andere Hand hatte ich schon gesehen, die hochgegangen ist, jetzt wieder runter ist. Ab jetzt könnt ihr euch gerne melden, wir holen euch auf die Bühne. Wichtiger Hinweis dazu noch, wir zeichnen das Ganze hier auf. Morgen gibt es hieraus einen Podcast und ein Video bei YouTube. Ich würde, bevor wir das machen, aber jetzt gerne nochmal bei Christine, die macht ja PR bei Hyper, würde ich von ihr gerne wissen, wie geht ihr mit den negativen, mit negativem Feedback um für die Kunden, für die ihr PR macht, wenn es um Social Media geht? Bei Hyper bin ich tatsächlich seit heute an Bord, deswegen kann ich nur begrenzt über Hyper sprechen, um zu sagen, aus der Historie frisch gebacken, raus. Okay, jetzt verstehe ich. Genau, das. Frisch gebacken in der Tat. Genau, aber ich glaube, was auf jeden Fall hilft und wichtig ist, ist definitiv die Reaktion, der Schlagaustausch. Vorhin wurde auch, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, wir müssen darüber reden und das ist definitiv der Fall. Am Ende gibt es natürlich immer eine Grenze, don't feed the trolls, würde ich sagen. Es muss aber einfach diskutiert werden, wenn was schief läuft und das ganz dramatisch. Und da gehört jetzt unter anderem auch dazu, ich finde es heute total schön, ein All-Female-Panel zu haben und das eben auch ganz klar zu transportieren oder eben auch andere Anfeindungen. Das ist nicht nur der Grundsatz, sondern das ist einfach die Pflicht von jedem und das gehört auch in der PR dazu. Wenn es jetzt noch keine Wortmeldung gibt, kann ich ja noch meine anderen Fragen unterbringen, zu denen ich noch nicht gekommen bin in den letzten 30 Minuten. Steffi, dich wollte ich gerne noch mal fragen. Du bist ja auch Personal Branding Expertin. Wie wichtig ist das für PR-Schaffende auf dem Weg, auf dem Social Media Weg, PR in eigener Sache zu machen? Denn zum PR-Job gehört ja auch immer, und das sehe ich, wenn ich auf LinkedIn schaue, so ein bisschen Selbstbeweihräucherung. Aber korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. LinkedIn ist dafür ja ein super Kanal. Ist es überhaupt möglich, auf LinkedIn andere Perspektiven zu bekommen oder gibt es da immer nur Lob und Beifall? Zunächst würde ich gar nicht mal, wenn man jetzt Personal Branding anspricht, das gleichsetzen mit Selbstbeweihräucherung, weil das ist in meinen Augen viel, viel mehr und in meinen Augen geht Personal Branding eher in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, Entwicklung, wie gerade gesagt. Also wofür möchte ich eigentlich stehen? Welche Themen sollen mich auszeichnen? Und ich finde, eine Personal Brand ist nochmal was ganz anderes als jemand, der ausschließlich auf seinem persönlichen Account über den Arbeitgeber postet. Vielleicht würde das eher in Richtung Markenbotschafter gehen. Ich finde es aber wichtig, sich da auch zu differenzieren. Man ist in erster Linie man selbst. Also ich bin die Steffi und ich stehe für meine bestimmten Themen, wie zum Beispiel meine Social-Media-Leidenschaft auch abseits der Arbeit oder Female Empowerment, Diversity, Leadership-Themen. Das sind so die Sachen, die ich mir für mich definiert habe. Und natürlich fließen da auch Arbeitseindrücke ein. Das bedingt das eine, ja, weil ich auch auf der Arbeit mich tagtäglich mit Social Media auseinandersetze. Deswegen teile ich da auch gerne meine Eindrücke. Aber wenn man sich dann nochmal näher anschaut, wie mein Kanal aufgebaut ist, dann wird man auch sehen, dass ich da auch ganz, ganz viele andere Dinge poste. Und was bringt einem das überhaupt? Ich kann nur für mich sagen, also ich finde, für jede Kommunikatorin, für jeden Kommunikator, der in der PR arbeitet, ist es eigentlich unabdingbar, sich auf Social Media aufzuhalten. Das gehört meines Erachtens heutzutage zu den Pflichten eines modernen Kommunizierenden dazu. Ja, also die Stakeholder sind nicht mehr nur die Journalisten, das sind ist die breite Masse und selbst auch Journalisten sind weitergezogen und holen nicht mehr ihre Neuigkeiten aus dem Faxgerät raus. Deswegen
unabdingbar für KommunikatorInnen, auch auf Social Media präsent zu sein. Und ich für mich kann nur sagen, dadurch, dass ich auf LinkedIn so viel auch zu Social Media schreibe, was mich ja tagtäglich umtreibt in der Arbeit, habe ich mir so ein großes Netzwerk von ExpertInnen aufgebaut, was ich einfach nicht mehr missen möchte. Wie gesagt, also ich habe mein eigenes Netzwerk gegründet mit meinem Kollegen, dem Karim, 30x Friends, wo ganz, ganz viele Digital-ExpertInnen dabei sind. Und das wäre niemals zustande gekommen, wenn ich nicht über meinen eigenen Account sehr, sehr viel gepostet hätte. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen, das auch zu machen. Also ich kann mich auch noch lebhaft daran erinnern, damals an der Springer Akademie hatte ich einen Kurs zum Thema Personal Branding im Journalismus von Tijan Unaran. Also wir lernen auch im Journalismus, ist das wichtig. Und dann, Nalan, wäre eine Frage an dich. Ich habe gesehen, dass du über deine eigenen Videos, zum Beispiel deine Late-Night-Show auf YouTube, ja auch oder ja deine Zuschauerin darum bittest, dir ja was zukommen zu lassen per PayPal, wenn sie denn deine Inhalte mögen. Wie sorgst du denn für Sichtbarkeit deiner journalistischen Marke? Wie sorgst du dafür, dass die Leute, dass das ankommt bei den Leuten, was du für sie produzierst? Du meinst, wie ich quasi Vertrieb mache für meine Marke? Genau, richtig. Okay. Wie funktioniert journalistischer Vertrieb auf YouTube beispielsweise, wo du ja stark aktiv bist? Also ich kenne das von den Öffentlich-Rechtlichen, dass meistens darauf Werbung geschaltet wird. Weil ich aber kein Budget für eine Werbung habe, hatte ich tatsächlich das Glück, dass es quasi so ein Mund-zu-Mund-Propaganda war. Als ich im März vergangenen Jahres damit mit meinen Videos angefangen habe, habe ich niemals im Leben damit gerechnet, dass ich auf einmal 16.000 Abonnenten haben würde. Ich glaube, das war eine Marktlücke. Also natürlich gibt es die Deutsche Welle, türkische Redaktion, für die ich auch gearbeitet habe, aber deren Zielgruppe ist ja nur die Türkei, Menschen in der Türkei. Die Deutsche Welle sendet nicht hier in Deutschland. Oder WDR, Cosmo, die Köln Radio, die machen auch jeden Tag eine halbe Stunde türkische Nachrichten. Aber das ist dann immer nur auf NRW bezogen. Und ich glaube, allein die Tatsache, dass ich auf YouTube mit meinem Gesicht sichtbar war, hat ein gewisses Vertrauen geschafft. Und dafür musste ich wirklich nicht viel machen. Viele haben mir gesagt, dass sie meine Videos an ihre Eltern, Verwandte geschickt haben und sie haben das weitergeschickt. Insofern musste ich dann nicht wirklich aktiv etwas machen. Das hat sich sozusagen organisch entwickelt. Ich weiß aber, dass es auch anders laufen kann. Und ich versuche halt, das an den Inhalten zu optimieren. Ich versuche immer zu verstehen, was genau sie wollen wissen. Sie wissen wollen und dementsprechend produziere ich auch meine Inhalte. Und YouTube hat da auch ein sehr gutes Algorithmus, was einen tatsächlich an die Hand nimmt, so ein bisschen. Die sagen mir ganz genau, welche Videos gut laufen, wann meine Zielgruppe unterwegs ist, was für ein Geschlecht, welche Altersgruppen ich anspreche. Und ich versuche, meine Inhalte so anzupassen. Also das ist momentan muss ich nicht viel machen, ehrlich gesagt, was Vertrieb angeht. Jasmin, wie war das bei dir? Du hast ja den Podcast auf einen Polit-Tee gemacht, der, glaube ich, seit November, wenn ich das richtig gesehen habe, pausiert. Wie hast du das gestreut über die Kanäle? Wie hast du Social Media da für dich genutzt und dein Produkt? Ich glaube, ich bin nicht so der Mensch, der das sozusagen sehr aversiert, sich festsetzt, jetzt sozusagen das total zu verbreiten. Also ich habe den Podcast gemacht, weil ich nicht so viel auf Instagram labern wollte, um ehrlich zu sein, habe ich das auf den Podcast verlegt und daraus ist dann ein Konzept geworden. Und das habe ich dann auch, die Plattform, die ich habe, für die ich auch sehr dankbar bin, auf Instagram genutzt, um das sozusagen immer zu bewerben und auf Twitter halt. Das sind, glaube ich, auch die einzigen meinen Kanäle. Ich habe keine Werbung und ich habe auch ja niemanden, der jetzt den Podcast für mich produziert oder bezahlt. Und ich glaube sozusagen, dass diese Kette, also bei Instagram war, glaube ich, schon immer das, was sozusagen meine Sachen verbreitet hat oder mir Reichweite verschafft hat, weil die Leute total schnell teilen, DMs schreiben, das verlinken, irgendwie gerade so Posts einfach oder schnelle Stories und darüber ist der Podcast auch so groß gewachsen.
Danke dir. Wir haben eine Wortmeldung, wenn ich das richtig sehe. Markus, kannst du... Bei mir ist die leider nicht angekommen hier optisch. Vielleicht muss ich mal aktualisieren drücken. Dann, nee, sehe ich nicht. Das müsstest du mal... Ist jetzt gerade bei mir auch verschwunden. Okay, also, alles klar. Gar nichts. Ja, genau, also ihr könnt euch natürlich jetzt hier zu Wort melden, wenn ihr Fragen ans Podium habt, wenn ihr einen Diskussionsbeitrag leisten möchtet. Einfach die Hand heben, wir nehmen euch dann nach und nach rein. Da ist jetzt tatsächlich eine Hand und zwar von Tolga. Ich hebe ihn mal aufs Podium und hoffe, dass er dann, da ist er, bitteschön. Tolga. Hi, schönen Abend, coole Runde, die ihr hier habt. Ich fange mal erstmal mit der Frage im Titel an, welches Social Network inspiriert dich bzw. mich? Ich muss sagen, ich habe vor 11 Jahren mit YouTube angefangen und davor auch schon mit MySpace und sowas herumexperimentiert und geschaut. Und mich inspiriert heute wirklich fast jede Social-Media-Plattform. Und ich schließe mich da meinen VorrednerInnen auf jeden Fall an. Ich glaube, dass wir auf jeder Plattform eine bestimmte Bubble haben, ob wir das jetzt wollen oder nicht, ist es leider so, dass es überall irgendwo einen bestimmten Algorithmus gibt und glaube, dass ich mich entsprechend auch von diesen unterschiedlichen Leuten auf den unterschiedlichen Plattformen auch inspiriert fühle und auch inspiriert werde. Ich habe den Eindruck, dass auf Social Media, dass man als natürliche Person, aber auch als natürliche Person, ich als Tolga Sert, dass ich auf jeder Plattform anders bin. Also ich bin immer noch ich, aber anders. So ein bisschen wie, wenn ich mit meinen Freunden irgendwie zusammensitze oder wenn ich jetzt im Büro auf der Arbeit sitze, da bin ich ja auch immer noch der gleiche Mensch, aber trotzdem nicht genauso, wie ich mit der jeweils anderen Gruppe unterwegs bin, verhalte ich mich ja auch dementsprechend. Und da wollte ich einfach mal in die Runde fragen, was ihr davon denkt. Also seht ihr das ähnlich oder seht ihr das auch so, dass wir als natürliche Person uns auf Social-Media-Plattformen sowie in verschiedenen Räumen verhalten, also ganz unterschiedlich? Mhm. Gute Frage. Christine hat sich gemeldet und will was dazu sagen. Bitteschön. Das trifft es total auf den Nagel, total auf den Kopf tatsächlich. Diese Persönlichkeiten, die wir im privaten Umfeld haben mit unseren Eltern, Freunden, Arbeitskollegen, genauso nutzen wir Social Media ja für verschiedene Zwecke. Also wer LinkedIn zum B2B, also neue Geschäftspartner finden, Marketing nutzt, der wird da ganz anders unterwegs sein und einen anderen Austausch suchen als im privaten Inspiration vielleicht bei Instagram oder mit den Experten aus seinem jeweiligen Feld auf Twitter sich auszutauschen. Und da habe ich einen anderen Diskurs, vielleicht auch einen anderen Push, bin irgendwo vielleicht auch ein bisschen frecher oder offener oder diskussionsfreudiger, als ich das in einer anderen Blase am Ende dann doch wieder bin. Und das ist pro Kanal und dann vielleicht auch innerhalb der Kanäle pro Thema und vielleicht auch hier pro Raum wieder unterschiedlich. Mhm. Tess, bitteschön. Also ich will jetzt nicht angeben, ne, aber ich sitze seit ein paar Tagen an einer Hausarbeit, wo das Thema tatsächlich passt. Ich bin sehr glücklich, dass mein Thema auch realitätsbezogen ist. Da geht es nämlich um den Begriff der Dispositive. Und genau das haben wir ja schon in konventionelleren Medien, also älteren Medien gehabt. Also wir hatten vielleicht ein Kinodispositiv und dann ein Fernsehdispositiv und jetzt ein Streaming-Plattform-Dispositiv. Und da ist halt so eine Art Konzept geschaffen, in dem wir uns jedes Mal anpassen. Im Kino ziehen wir uns richtig an. Wenn wir Fernsehen gucken, sehen wir uns nicht richtig an. Und ähnlich sehe ich das, wenn wir uns die Plattformen anschauen, die wir aktuell am Handy einfach so benutzen können. Also auf TikTok, da sehen die Leute meistens vor allem gut aus. Auf Twitter sind die Leute vor allem sehr lustig. Hier auf Clubhouse müssen die Leute vielleicht reden können. Aber auf Twitter dagegen muss man nur schreiben. Also ich finde, dass die Plattformen verschiedene Sachen von uns erwarten und finde diesen Aspekt, den du angesprochen hast, Christine, mega spannend, dass Leute sich selbst einbilden aufgrund dieses Dispositivs. Also es ist so krass anscheinend in unseren Köpfen verankert, dieses Image, das wir von bestimmten Plattformen haben, dass wir denken, ja, okay, hier kann ich lockerer reden. Wie zum Beispiel Politiker in der Vergangenheit hier auf dieser Plattform. Die denken, hey, ja, hier kann ich quatschen, aber das würde ich nie im Fernsehen tun. Richtig spannend und auf mich trifft es auf jeden Fall zu als Konsumentin und ich würde das einfach mit diesem Begriff verbinden und vielleicht mit in die Diskussion reingeben. Macht ihr euch da konkret Gedanken, bevor ihr es tut oder ist es mittlerweile so normal für uns geworden, dass es so ist, so hey, ja, das TikTok und unser Gehirn ändert sich einfach. Also wir sind einfach so, okay, so und so muss ich das Ganze aufnehmen, so und so muss ich mich jetzt verhalten.
Nanan meldet sich. Bitte schön. Ja, das ist in der Tat eine sehr wichtige und interessante Frage, mit der ich mich in den letzten Monaten sehr viel beschäftigt habe. Ich hatte nämlich am Anfang auf YouTube das Gefühl, dass ich jetzt voll die ernste Journalistin sein musste. Also dann habe ich immer eine gewisse Ecke in meinem Wohnzimmer mir ausgesucht. Und ich habe dann auch immer mit meinen Eltern gesprochen, wie wirkt das eigentlich? Und es gab dann sehr viele Kommentare. Sind Sie überhaupt Journalistin und was machen Sie denn? Da muss ich den Leuten erklären. Also am Anfang hatte ich so das Gefühl, dass ich tatsächlich, weil das Thema auch natürlich im März, April sehr schwer war, auch es ging ja um Leben und Tod, war ich sehr ernst. Aber in meinem, also mein Charakter lässt natürlich wie jeder einzelne Charakter auch sehr viel zu. Ne? Also ich bin jemand, der gerne Spaß hat und ich bin jemand, der sich auch gerne so lustig zeigt oder sich über Dinge lustig machen will. Zu Beginn war ich sehr ernst und im Nachhinein habe ich mich dann immer gefragt, ja, aber das bin ich doch nicht selber, ich bin doch ein bisschen lockerer Typ und warum wirke ich denn so steif und ernst? Das hat mich aufgeregt, als ich dann meine eigenen Videos sozusagen jeden Tag gesehen habe. Und irgendwann hat es bei mir dazu geführt, dass ich so langsam, aber sicher mich daran herangetastet habe, so gewisse persönliche Dinge auch zuzulassen, in den Videos auch kurz zu kommentieren oder vielleicht einen Witz zu machen. Und habe dann gemerkt, okay, das kommt an, das nehmen die Leute von mir ab, vielleicht bin ich authentisch, vielleicht glauben sie oder vertrauen sie mir und deswegen ist es kein Problem. Und mittlerweile ist das so, dass ich in meinen Insta-Stories auch singe. Oder wenn ich zum Beispiel mit dem Auto rumfahre und mir ein Lied gefällt, ich das auch mitsinge sozusagen. Aber in meiner Late-Night-Show singe ich mittlerweile auch. Das heißt, je mehr ich diese Plattform miteinander verbunden habe und wenn ich in einem Video auf YouTube singe, traue ich mich jetzt auch eher auf Instagram, mich so persönlich und so nahbar zu zeigen, beziehungsweise so wie ich bin zu zeigen. Und ich habe gemerkt, das funktioniert. Mhm. Und vielleicht ist es sogar dieses Vernetzen von den Plattformen, wenn Menschen sehen, okay, die ist überall ähnlich. Das heißt, bei dir gleicht sich das so ein bisschen an, ne? Also ja. die verschiedenen Social Media Persönlichkeiten. Wie ist das bei Jasmin und danach Christine, Entschuldigung. Ja, also ich glaube, prinzipiell ist ja alles, was man macht, ist ja eine Selbstinszenierung. Also ob das jetzt eine sehr ob die sehr nah daran ist, wie man wirklich ist oder ob die sehr inszeniert ist, ist ja total egal. Ich glaube, das, was Nanan auch gerade beschrieben hat, ja auch eine persönliche Weiterentwicklung ist, dass du sozusagen erst ein bestimmtes Bild hattest, was du dachtest, was du abgeben musst und dann gemerkt hast, das hat dir nicht gepasst, vielleicht hat das auch den Zuschauern, vielleicht war das für dich sehr sympathisch und du dich im Prinzip darin weiterentwickelt hast, aber es trotzdem sozusagen eine öffentliche Figur ist, die du dir Step by Step erschaffst und ich glaube, das ist auf allen Plattformen so, weil auch wenn ich auf Twitter sage, ich versuche jetzt lustig zu sein, versuche ich mich so zu inszenieren, dass ich das mag und dass ich ankomme. Also ankommen im Sinne von, dass man ist ja dann davon auch meistens überzeugt, was man dann tweetet oder was man auf Instagram postet. Und ich glaube, auf Social Media haben viele, die eine große Plattform haben, so positiv-narzisstische Züge. Das ist, also ich würde das auch gar nichts Negatives sehen, dass man sich self-brandet oder dass man nicht eins zu eins sein wahres Selbst ist. Und wenn es Influencer gibt, die irgendwie Self-Love machen und sich total verletzlich zeigen wollen, ist es voll okay. Und aber auch, wenn man den Schritt geht, sich verletzlich zu zeigen, hat das wieder einen Gedanken, wie man bei den Leuten ankommt, weil man irgendein Ziel erreichen möchte oder sich selbst irgendwas vornimmt, so zu wirken etc. Also ich glaube, dass das einfach Teil des Ganzen ist. Das ist genau, wie ich auf der Straße mich so inszeniere, wie ich mich anziehe, wie ich mit den Leuten spreche, in Räumen, bei der Arbeit. Also ich würde einfach sagen, das ist jetzt auf Social Media nichts Neues. Und Christine, bitteschön. Ich glaube, das, was Tess angesprochen hat, so wie bewusst oder unbewusst wähle ich diese Persönlichkeiten und inszeniere mich dann in den verschiedenen Kanälen. Ich glaube, je affiner man ist, desto einfacher und desto unbewusster funktioniert das. Der Fall, den Tess angesprochen hat, aber Politiker, die dann vielleicht auch das Forum verwechseln und davon ausgehen, dass etwas nicht im öffentlichen Raum ist und dann eben auch nicht nachhalt, das ist eigentlich der Witz des Jahrhunderts, die sind extrem medientrainiert und durchgeschult. Denen ist total klar, dass eigentlich nichts off the record, also es gibt einfach nichts, was nicht öffentlich ist. Und egal, was die sagen, es wird irgendwo aufgegriffen. Das ist im Fahrstuhl so, das ist beim Einkaufen so, das ist denen total klar. Und auf einer Clubhouse-Session mit mehreren hundert
Zuhörern Sachen zu sagen und hinterher überrascht zu sein, dass es dann doch in die News kommt, ist, glaube ich, eine komplette Illusion oder Absicht. Dann vielleicht an Steffi nochmal die Frage, wie wichtig ist das eigentlich in der Corporate Communication, dass die Marke auf allen Ebenen sehr konsistent wirkt? Oder ist das da auch so, dass sich eine Marke von Plattform zu Plattform anpasst, wie die Telekom, für die du arbeitest? Also ich denke, das ist am wichtigsten, einfach zu schauen, welche Zielgruppen möchte man dann eigentlich wo erreichen. Und da orientiert man sich natürlich schon auf den einzelnen Plattformen hin. Also wir sind lange weg von dem sogenannten Gießkannenprinzip, ja, wo wir einen Post möglichst zurechtgeschnitten auf allen Kanälen publizieren. Also so hat meiner Meinung nach die Social-Media-Welt noch nie getickt und tickt sie auch jetzt nicht. Also da finde ich einfach wichtig zu gucken, mit wem möchte man denn da eigentlich in den Kontakt treten. Und jetzt gerade sind wir seit letztem Jahr Mai, Juni zum Beispiel auf TikTok und Twitch sehr aktiv mit der Telekom. Und da haben wir nochmal ein ganz neues Game reingebracht, wie wir kommunizieren und wie wir auch die Telekom darstellen. Also wir haben jetzt viel Erfahrung gesammelt, wie man Social Media auf Instagram, Twitter, Facebook und so weiter macht. Aber TikTok tickt da einfach nochmal total anders, sage ich mal so. Also das Storytelling in 15 bis 60 Sekunden umzusetzen, braucht einfach nochmal einen ganz anderen Anspruch. Und da sind ja auch ganz junge Menschen unterwegs auf TikTok, die vielleicht mit der Telekom in dem Sinne auch noch nie Berührungspunkte gehabt haben, sondern eher vielleicht die Eltern oder die älteren Geschwister. Und das sehe ich auch als große Chance für Unternehmen, nochmal auf das Eingangsstatement zurückzukommen, warum es wichtig ist, als First Mover zu agieren. Wir haben bei TikTok Leute, die Telekom vielleicht vom Namen kennen und so jetzt mit uns ganz frischen Geistes mit uns in Kontakt treten und sehen, hey, da arbeiten Leute, die ticken vielleicht so wie du und ich und mit denen kann man auch reden. Also wir stellen uns da jeglichen Fragen der Community, die die haben, auch kritische Fragen werden beantwortet und präsentieren uns da einfach nochmal von einer ganz neuen Seite. Und das ist das Schöne eigentlich an Social Media, finde ich, wenn wir jetzt nochmal auf diese Inspiration hingehen. Also das, finde ich, sollte viel mehr wieder im Fokus stehen, dass Social Media auch was Schönes ist und nicht nur stressige Debatten und Hass im Netz und so weiter. Steffi und Christine, ich würde gerne nochmal euch fragen, was ist denn eigentlich so der größte Fehler, den Firmen auf Social Media machen oder machen können? Vielleicht habt ihr ja auch Beispiele. Ich starte einfach mal. Christine, du kannst ja dann gerne ergänzen. Einen Fehler hatte ich eben schon mal erwähnt, und zwar nicht für die Communities auf den Plattformen die Inhalte zu generieren, sondern Social Media als einen weiteren Werbekanal zu sehen, wo vielleicht der High-Gloss-Werbeclip, den man vielleicht sonst auch im TV zeigt, dann nochmal schnell als Zweitverwertung in Social Media raushaut und nicht das Potenzial von Social Media erkennt, nämlich den Dialog mit echten Menschen und dort auch Feedback zu bekommen, die das eigene Unternehmen noch viel besser machen können. Christine, ja, was meinst du, was kann richtig schief laufen? Auf dem falschen Knopf. Genau, also ich stimme total zu. Also ein Content über alle Kanäle ist einer der Hauptfehler. Es muss auf jeden Fall angepasst werden, nicht die gleichen Bilder, nicht die gleichen Stories überall einfach auszuspielen. Das funktioniert auf den anderen Kanälen nicht. Das andere ist, glaube ich, was sich Communities extrem wünschen, auch heute von Unternehmen, ist eine Haltung. Also wie stehe ich als Unternehmen zu aktuellen Diskussionen, sei es eben Black Lives Matter oder Nachhaltigkeit. Also es geht nicht mehr, und das ist eben genau der Punkt, nicht mehr nur um glossy Fotos und irgendwelche Kampagnen, die da gefahren werden, sondern ich identifiziere mich auch mit der Marke, die ich vielleicht konsumiere oder der ich folge. Und da steckt mehr dahinter als eben nur das reine Produkt. Wir haben einen Speaker. Cihan, bitte sehr. Hi, Cihan hier. Und ich wollte nur ganz kurz, was man falsch machen kann, was ich neulich erst wieder beobachtet habe: Wenn Sachen schief laufen, dann sagen, ja, der Praktikant hat es gemacht oder der Werkstudent oder irgendwie, heute war wieder Praktikantentag oder so. Also an alle, die das jemals sich mal überlegt haben, sowas zu posten oder aber dann gemacht haben,
bitte, bitte nicht. Also ich finde, das ist echt ein Bärendienst für die ganzen engagierten Praktis- und Werkstudenten, die sich meistens ein A aufreißen. Und dann, auch wenn es so halb witzig gemeint ist, ist finde ich nicht schön und wollte einfach mal diesen Gedanken hier loswerden. Das war's auch schon. Ganz lieben Dank. Danke dir. Ich mache nochmal meine Ansage. Wir gehen langsam auf die Zielgerade zu. Wir haben noch 6 Minuten für den heutigen Clubabend bei Turi 2. Und es geht ums Thema Social Media und Inspiration. Wir nehmen noch eure Fragen entgegen. Ja, also Stichwort der Praktikant war es oder die Praktikantin. Gesehen auf dem Twitter-Kanal der Deutschen Bahn, wenn ich mich da richtig erinnere. Aber ja. Vielen Dank für diese Rückmeldung. Eine Frage, die mir ganz persönlich gekommen ist, als ich mir meine Fragen notiert habe. Geht es euch eigentlich auch manchmal so, dass euch Social Media auch zum gewissen Grad überfordert? Also bei mir persönlich habe ich es beobachtet, es ging um Clubhouse und ich dachte mir die ganze Zeit, okay, ich lasse diesen Hype mal so ein bisschen, ich warte das erstmal ab und schon wieder was Neues. Geht euch das genauso wie mir oder stehe ich da auf einsamen Posten? Tess, bitte. Ich glaube, als einfache Konsumentin fühlt man sich nicht so überfordert. Das ist so mein erster Gedanke, weil wenn ich überlege, hey, ich kann mir nehmen, was ich möchte und ich habe ganz viele Inhalte, die ich theoretisch irgendwie konsumieren kann, dann ist es ja cool, dass es so eine riesen Bandbreite gibt. Das Problem stellt sich, glaube ich, vor allem Menschen, die Medieninhalte produzieren. Und das sind ja die meisten jetzt hier auf dem Panel. Und da hat man immer wieder diese Angst, nicht mitzukommen. Und diese Angst, das wurde ganz am Anfang, wurde ja darüber gesprochen, dass, ich glaube, Steffi war das oder Christine hat darüber gesprochen, dass man als erstes auf der Plattform sein sollte. Ich glaube, TikTok. Und das ist dann schon ein Druck. Also als Medienschaffende hat man, glaube ich, immer mehr den Druck, dass alte Sachen sterben, immer wieder neue Sachen aus dem Boden rauswachsen. Und man muss da sein, weil das eben der Ort ist, an dem man Geld macht. Und man muss irgendwie dabei sein. Das ist, glaube ich, das, was du gespürt hast, Elisabeth, weil das einfach so ein Push war und vor allem in dieser Bubble oder in dieser Echokammer oder wie man es nennen möchte, in dieser journalistischen, politischen Echokammer ist es so, dass man irgendwas von Clubhouse mitbekommen hat. Also meine Oma weiß nicht, was Clubhouse ist und das setzt sie auch gar nicht unter Druck und die lebt da zu Hause und manchmal hört sie Radio, meistens guckt sie Fernsehen und ihr Leben ist ganz, ganz ruhig. Meine Schwester weiß auch nicht, was Clubhouse ist und sie guckt TikTok und das ist die Plattform, die sie liebt. Als KonsumentInnen haben die da gar keine Probleme, aber als Medienschaffende ist das schon ein Problem, weil es schon sein kann, dass viel jüngere Menschen im Kinderzimmer sogar, da viel mehr Geld machen können mit einem TikTok-Video und einem TikTok-Account als Leute, die andere einstellen und eine Zeitung aufbauen möchten. Also da ist ein Druck auf Seiten der Medienschaffenden und ich persönlich als Person, die noch ganz am Anfang steht, als jemand der Journalistin, also ich möchte diesen Beruf ausüben später, da habe ich schon manchmal Angst, weil ich mir denke, okay, aber auf welches Medium soll ich denn setzen, wenn nächste Woche Neues da sein könnte? Ich würde sagen, langsam ist es Zeit für unsere Schlussrunde. Wir haben uns noch eine Frage überlegt an alle. Elisabeth, mach du mal. Danke. Genau, unsere Schlussfrage würde uns interessieren. Welchen Kanal, egal ob Person, Medium, Firma, egal auf welcher Plattform, sollten unsere ZuhörerInnen auf jeden Fall folgen? Das ist jetzt hier der Service, auf Twitter würde es heißen, der Service-Tweet, jetzt die Service-Ansage. Was sind eure Empfehlungen? Ich würde sagen, wir gehen mal einmal die Runde durch. Jeder kann einen Kanal loswerden, den ihr empfehlt. Turi 2 wird dann auch gleich mal auf Folgen klicken, auf jeden Fall. Und ich auch. Fangen wir doch an mit Nalan, die ist hier bei mir die erste auf der Liste. Bitte sehr. Ich wollte auch kurz auf den Titel von diesem Gespräch eigentlich antworten. Mich inspiriert eigentlich kein Social Network mehr und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt auf jedem präsent sein muss, überhaupt nicht. Nur wenn es technologische Entwicklungen mit sich bringt, würde ich mich wahrscheinlich eher dafür interessieren, wie es damals mit Facebook Live war, wo ich dann halt ein Format für die Deutsche Welle produziert habe. Aber alles andere sehe ich mittlerweile nur noch als Plattform, die ich bedienen muss, aber die mich nicht mehr inspirieren. Was ich aber sehr interessant finde, und das hat auch mit der letzten Frage jetzt auch zu tun, ich sehe bei den sozialen Netzwerken mittlerweile eine Demokratisierung und mehr Sichtbarkeit von Menschen mit Migrationshintergrund, was mir bei den öffentlich-rechtlichen oder bei den privaten Sendern leider sehr fehlt. Viele junge Menschen mit Migrationshintergrund trauen sich eher,
auf Social Media sichtbar zu werden und ihre Themen zu besprechen, weil es da überhaupt keine Hürden für sie gibt. Das finde ich super. Das ist eine Entwicklung. Ich finde das, ich finde das auch ganz, ganz, ganz wichtig. Wir müssen aber, weil wir haben ja so eine kleine Zeitvorgabe, zum Schluss kommen. Deswegen sag ganz schnell, wo sollen wir dir folgen? Wo sollen wir auf Folgen drücken? Auf welchem Kanal? Was ist dir am wichtigsten? YouTube und Instagram am besten. Wunderbar. Dankeschön. Dann machen wir weiter mit Jasmin. Habe ich die Frage richtig verstanden, wo man einem selbst folgen soll, welchen Leuten ihr folgen sollt? Wen wir alle folgen sollen. Also wem wir alle folgen. Entweder euch selbst diesen Slot nutzen, um auf euch selbst aufmerksam zu machen, eure Kanäle oder auf externe. Genau, könnt ihr auch machen. Da würde ich Katharina Hamburger, die kennen sowieso die meisten wahrscheinlich schon, aber auf allen Plattformen, also auf TikTok insbesondere, die ist Korrespondentin beim Deutschlandfunk für die CDU/CSU und die macht ganz großartige TikTok-Videos, wo sie im Prinzip die Community der jungen Politikinteressierten und der Journo-Bubble verbindet und ganz großartige Arbeit. Interessant, werden wir uns gleich anschauen. Für alle, die es noch nicht kennen. Vielen Dank. Christine, mit dir geht's weiter. Neben allen Hyperkanälen, also vor allem LinkedIn und Twitter, empfehle ich auf jeden Fall Franziska von Hardenberg, eine deutsche Gründerin, die schon Bloomy Days und jetzt auch ein Schmucklabel gegründet hat und die so ein bisschen auf Instagram in den Alltag einer Gründerin, Frau und Mutter mitnimmt. Extrem inspirierend und motivierend. Kenne ich auch noch aus meiner Zeit bei Gründerszene. Danke dir. Christine, Tess, wie ist es bei dir? Wen oder was empfiehlst du? Ach, ich habe gerade schon überlegt. Also ich kenne sehr viele richtig coole Frauen auf Instagram. TikTok verstehe ich ja nicht, leider. Aber ich würde, glaube ich, Viktoria Reichelt empfehlen, weil sie auf mehreren Plattformen, also sowohl auf TikTok als auch auf Instagram, verständlich ist und ganz coole, aber auch witzige Arbeit leistet. Also ist eine krasse, also wahrscheinlich folgt ihr schon. Sie ist eine krasse Frau. Und Steffi. Ja, ich würde euch empfehlen, dem YouTuber Simon Unge zu folgen und auf YouTube, denn da bekommt ihr immer ganz viel neue Inspiration, was gerade in der YouTube-Szene abgeht. Dann würde ich euch meinem Kollegen Karim Scheranti empfehlen, auf LinkedIn zu folgen, wenn es ums Thema Personal Branding geht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch auch mit mir auf LinkedIn vernetzt. Da gibt es immer wieder neue Infos zu Social Media. Vielen Dank an euch alle. Das war unser Clubabend am Montag, unsere Montagsrunde. Morgen früh, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich wiederhole es aber nochmal, gibt es diese Diskussion als Podcast auf den bekannten Plattformen und als Video bei YouTube. Am Nachmittag, ein bisschen später, kommt dann das Transkript und die nächste Ausgabe des Clubabends im Clubraum hier von Turi 2 bei Clubhouse gibt es am Mittwoch. Dann ist auch unser Chef Peter Turi wieder am Start mit seinem Chefgespräch. Welcher Chef diesmal sprechen wird, das wissen wir auch noch nicht, geben wir aber kurz vorher bekannt auf turi2.de. Oder heute. Chefin, möchte ich nochmal sagen. Oder Chefin, Chefinnengespräch, richtig. Genau, also für heute war es das aber von uns. Wir sagen Tschüss, wir bedanken uns bei euch allen für die inspirierende Runde und wünschen euch allen einen schönen Abend. Danke euch, bis bald, ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss zusammen. Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.